Das Ophthalmometer ist das Instrument zur berührungslosen Messung der Krümmungsradien sphärischer und torischer Flächen. Es liefert die Daten, die zur Berechnung der Kontaktlinse erforderlich sind. Der erste Arbeitsschritt, die Messung der Zentralradien. Dafür ist es wichtig, die Testmarken zunächst auf dem Tränenfilm abzubilden. Der Joystick ermöglicht die Höheneinstellung und die Beweglichkeit des Geräts in alle Richtungen. Sind die Testmarken mittig im Okular zu sehen, stellt sie die Prüferin durch Vor- und Zurückbewegen des Gerätes scharf und bringt sie gleichzeitig in Deckung, in Koinzidenz. Die Testmarken müssen parallel zueinander stehen, dazu wird die Achse korrekt eingestellt. Dann kann der erste Zentralradius und die dazugehörende Achse abgelesen und notiert werden. Die Testmarken liegen bei Messung der Zentralradien genauso wie die jeweilige Achse. Da die Hauptschnitte 90 Grad zueinander stehen, wird das Gerät nun um diese 90 Grad gedreht, um den zweiten Zentralradius zu messen. Mit dem Drehknopf werden die Testmarken auf dem Auge der Probandin verschoben. Je größer der Zentraltorus ist, desto mehr weicht der zweite Radius vom ersten ab. Die Vorgehensweise ist wie beim ersten Arbeitsdurchgang. Dritter Arbeitsschritt, die Messung der Sagittalradien, um eine formstabile Kontaktlinse bestimmen zu können. Dazu wird die Fixierleuchte in 30 Grad angebracht, sodass die Probandin den Blick auf diese Lampe einstellen muss. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich zu den bekannten Asphären der Kontaktlinsenhersteller. So, jetzt bitte auf das Lämpchen an der anderen Seite schauen. Die Kreuze werden wieder neu in Bildmitte und Koinzidenz gebracht. Ist diese Messung zu peripher oder ungenau, kann in einem kleineren Winkel gemessen werden. In dieser Vorgehensweise werden die vier Sagittalradien gemessen, der Reihe nach ins Protokoll eingetragen und anschließend ausgewertet. Vielen Dank.